So, meine Zuschauerinnen Und die und Pfeifen. Zuschauer, noch einmal einen guten Abend an alle. Wir haben kurz vor 9 Uhr, also hatten Marco und Und die ich das Pfeifen. ziemlich gut vorhergesagt, wann das Finale starten wird. Es ist Zeit für das große Finale der Schweizer Meisterschaften 2023, beiden Herren, Und die Finale Pfeifen. zwischen Stefan Belmont und Marcel Walpen. Marc, bist du auch schon wieder hier? Natürlich, hab schon die ganze Zeit gewartet, Twenty bis es five. losgeht. Und ich glaube, die SDR hat sich ein bisschen nach uns gerichtet, weil wir gesagt haben 21 Uhr. Ich habe auch das Gefühl, muss eigentlich so Eben. sein. So, gewinnt jetzt mal jemand das Ausbullen, ist die Frage. Ja, Hautnah. Cello wird den Anwurf First in leg is diesem muscle Finale haben. reserve First first. to six leg zwischen den beiden Game Giganten on. der Schweizer Dartszene in diesem Jahr, Marcel Walpen und Stefan Belmont. Ja, Marc, ich bin richtig gespannt, was die beiden uns hier 100. zeigen. Vor allem auf Cello bin ich gespannt. Kann er mit Beli schon wieder mithalten auf der ganz großen Bühne? Man muss ja doch schon sagen, die Schweizer Meisterschaft hat einen sehr hohen Stellenwert nach wie vor. 100. Ich glaube, dieser Titel würde vor allem Cello schon sehr viel bedeuten. Ja, definitiv. Cello hatte jetzt fast 2 Stunden 140. Pause. Das ist schon wirklich extrem viel. Ich nehme zu, ob er dazwischen was gegessen hat. Oder. Stimmt, ja, das ist schon 85. extrem. Also, ich meine, 2 Stunden nach Belly, auch wahrscheinlich 1,5 Stunden, ist schon sehr lange, wo die Spieler jetzt warten mussten, sich 81. gedulden mussten. Aber für ein Finale wartest du natürlich auch einmal ein wenig länger, das ist klar. Ja, vielleicht eine Frage an die Zuschauer. Weiß jemand von euch, wie das Preisgeld aussieht und ob nur der Gewinner ein Q-School-Ticket erhält? Weil es gibt Q-School-Tickets, da bin ich mir sicher, aber ich weiß jetzt nicht, wie viele vergeben 100. werden. Ja, wäre definitiv interessant. Cello mit einem starken Start in dieses Finale. Nach 12 Pfeilen auf 80 Punkten Rest. 100. Sieht Marcel also erstmal alles gut Rivaier aus. Sollte mindestens mal die 3 Pfeile haben. Wahrscheinlich eher 6 Pfeile für diese 80 Richtig. Punkte. Game shot in the Oh first leg, ja, Marcel da macht er es Walpen. direkt Second im leg, ersten. Stefan Das war ganz Kocher. wichtig Game für den on. weiteren Verlauf des Finals. Marcel startet mit einem richtig guten Gefühl in dieses Finale. 15 Darter mit dem Anwurf. Jetzt 60. Stefan Belmont gefordert, braucht eine Reaktion. Ja, man merkt schon, Cello ist definitiv mehr gehypt auf dieses Finale. Und ich kann mir sogar, 125. ich glaube, also Belly würde es ihm definitiv gönnen und ich will, also, dass er ihm Geschenke macht, das wäre jetzt übertrieben, aber ja, Nein, das wird er 140. definitiv machen. Also ich glaube nicht, dass Beli hier ein paar Prozente, ja, vielleicht sogar rausnehmen würde, um Cello diesen Sieg zu geben. Also 41. so habe ich dich gerade ein wenig verstanden. Das glaube ich schon nicht, dass es ihm einfach machen wird. Aber er würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Also ich glaube, beiden haben es auch wirklich gut miteinander. Also das steht außer Frage. Aber 140. Beli, sehr, sehr starkes zweites Leg jetzt hier. Ja, es ist ja auch eigentlich das Team, das für die Schweiz beim World Cup of Darts gespielt hat, die beiden. Also. 140. Stefan Require 161. Ja, Cello, die war wichtig. Die 140 bleibt in diesem Leg noch so einigermaßen drin. Natürlich gegen den Anwurf. Jetzt merkt man es auf 105. diesem Niveau. Da kommt es natürlich drauf an, den Beli
wird die Chancen bekommen auf die 56 Punkte, egal was Cello hier macht. 99, Stefan require 56. Obwohl er selbst nach 12 Pfeilen ebenfalls unter 100 Punkte Rest ist. Oh, trifft nur die große 7. 32 Rest. 40. Oh, Mark okay. Da hat sich require 96. der Fehler direkt einmal bemerkbar gemacht. Triple 20. Cello Doppel 8. Nein, er bleibt auf der Triple 20. 88. Stefan require 16. Das ist wieder Stefan Felder, der callt, oder? Habe ich das gerade richtig gehört? Der ist nicht drin tatsächlich. Der ist in der Single 8, noch ein Pfeil in der Game shot in Hand. the second leg, Ja, Stefan der Belmont. sollte jetzt drin Third leg sein. is muscle to Zum 1 zu converse. 1 Game für on. Stefan Belmont. Glaubst du, dass die Zuschauer da unten etwas sehen? Vom Board? Ja, weil es hat 140. eine große Leinwand direkt über, eigentlich über dem Board. Ach so, das ist nur cool gemacht. Ja. Vom Stream einfach, wo sie zeigen, Genau. nehme ich mal an. Okay. Ja, Cello lässt hier aber nicht locker mit dem eigenen Anwurf. 100. Macht er schon wieder Druck auf Billy. Mark, bei den Frauen habe ich gesehen, Jeanette Stup hat sich durchgesetzt gegen Sarah Bartlome. Genau. Also nicht die Titelverteidigung für Sarah, sondern der Sieg für Jeanette. Gratulation also an dieser Stelle auch noch. Und 60. bei der Jugend hat sich, glaube ich, dein Favorit durchgesetzt, oder? Ja, Manuel Gilbert. Ja. Der hat richtig stark gespielt, muss man ehrlich sagen. Also war über das gesamte Turnier wirklich der beste Spieler mit 91. Abstand. Ja, aber ich glaube, das war auch sein letztes Jahr als Junior. Also hat die Chance gleich nochmals gepackt, weil der, also ich glaube, ja, der muss fast schon 17 oder 18 sein. 97. Ja, Stefan ich denke es auch. Ich habe nur require kurz vorhin reingeschaut. Ich Big. denke auch, dass er wahrscheinlich bald bei den Aktiven mitspielen muss. Aber klar, dort braucht es vielleicht noch einmal 40. wenig Muscle Verbesserung. Aber require 104. hat ja auch jetzt schon in diesem Turnier mal über 70 gespielt. Konstant über 60. Das ist schon sehr, sehr gut für dieses Alter, muss man ehrlich sagen. Und Cello, Achtung, Doppel 12 Rest für das High Finish. Der wäre jetzt extrem wichtig. Oh, Oh Game shot ja! in the Oh third ja! leg, Oh ja! Marcel Walton. Kann man ihn Fourth leg, auch Stefan de ziemlich Bro gut first, gewinnen. game on. 2-1. Was für ein Finish. Fantastisch von Cello gespielt. 60. Ja, was sein Finale bisher. Richtig gutes Niveau. Vor allem von Marcel Walpen. Man sieht es ja auf dem 100. Scoreboard. Wird mit dieser Aufnahme beinahe 100 jetzt im Average spielen. 99,69 nach drei gespielten Legs. Das ist schon extrem gut. 43. Und Billy hat hier ein wenig Mühe reinzukommen in dieses vierte Leg. Vielleicht doch ein wenig überrascht auch, wie stark das Cello schon wieder spielt, oder? 100. Ja. Sie haben sich auch zusammen noch eingespielt vorher. Habe ich gesehen im Hintergrund. Aber was Cello hier zurzeit spielt, das ist sensationell. 58. Da kann man wirklich gar nichts sagen. Scheinbar weiß das auch vom Chat niemand betreffend dem Preisgeld. Habe ich zumindest noch nie niemanden gesehen. Vielleicht an die Zuschauer und Zuschauer noch mal kurz die Frage: Wisst ihr, wie die Preisgeldverteilung ist an den Schweizer 60. Meisterschaften? Das würde uns noch Wunder nehmen. Und uns freut es natürlich sehr, dass hier doch 85 Zuschauer und Zuschauerinnen mit dabei sind im Stream. 95.
Das Finale hat es aber auch wirklich verdient, dieses Spiel. Die beiden. Ja, Cello wieder. Ja, ne? Sehr gut unterwegs. Billy braucht hier fast schon die 180. 140. Ja, 140 wahrscheinlich, oder? Ja. Ja. Aber auch das ist natürlich brutal stark. Achtung. Das nächste High Finish vielleicht. Ja. Game schon oh. Vorschlag. Gibt es doch nicht. Der trifft ja alles zurzeit. Was hat er jetzt? Oh, das, ist das, das war das dritte High Finish, oder? Ja, ich glaube es wirklich. 104, das, 106. Das, und im ersten und, Leg, was war das? Nein, ja, 406 und. Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Gedächtnis ist nicht mehr gut. Ich weiß es auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Was hat er denn da gecheckt? Oder hat er es da knapp verpasst? Das. Das, es war ein 15 Darter im ersten Leg, also wahrscheinlich schon. 81. Wahrscheinlich schon ein High Finish. Auf jeden Fall spielt der Mann extrem stark, der Cello. Das gibt's gar nicht. Also, wenn er das so durchziehen kann, dann wird es wahrscheinlich die beste Partie überhaupt an der Schweizer Meisterschaft gewesen sein. 41. Ich will mich da jetzt nicht zu fest aus dem Fenster lehnen, aber ich würde jetzt mal behaupten, einen 100 plus Average gab es in einem Finale bisher noch nie bei der SDA. Glaube ich auch, ja. 180! Das ist aber ein Lebenszeichen von Belmont. Er ist hier wieder da. Und gibt Cello! 121. Im ersten Leg waren es übrigens 80 Punkte, die Cello 80? Ausgecheckt hat. Aber es hat sich wie ein High Finish angefühlt. Ah, stimmt, genau, ja. Achtung, jetzt aber Billy. 96. Geht auf das Bullseye. Muss 29. Natürlich, ja, muss nicht, aber Palpen aktuell 129 Punkte sind ihm absolut zuzutrauen. 72 Rest. Triple 16, Doppel 12 wird er wahrscheinlich spielen. Oder Doppel 16 Tops, aber kann ich mir nicht vorstellen. Nein, er geht nach oben. Ah, Doppel 18, Doppel 18. 57. Oh. Stefan Require 25. Da. Den letzten hätte er vielleicht schon eher ins Feld hineinsetzen sollen. So, zumindest die Single 18 trifft. Da hat er jetzt hochgepokert. Naja, würde ich auch sagen. Denn die Chancen sind durchaus da, dass er noch reinkommt, aber natürlich Stefan nicht. Stefan to throw first. Bleibt cool, macht das 3 zu 2. War sogar ein Break. Billy, also alles wieder der Reihe nach. Was für ein Spiel. Geht gleich weiter wieder mit der 140 von Billy. Das ist jetzt wirklich mal das A-Game, was hier beide uns zeigen. Ja, stark. 180. Und Lauren, es gibt ja einen neuen Data-Jackpot für alle Bühnenspiele. Und der liegt momentan, glaube ich, bei knapp 7000 Schweizer Franken. 140. Wäre schmackhaft, würde ich jetzt mal sagen. Ach, schade, schade. Ja, ich glaube, die 7000 Franken wären zwar schön, aber ich glaube, einfach schon nur den neuen Data zu spielen, ich glaube, das ist unbezahlbar. Im Finale der Schweizer Meisterschaft, ja, definitiv. Perfekter erster Dart, den kann er bestimmt nutzen. Ja, das kann er. 140. Dritte 140 jetzt in diesem Lag von Billy. Ja, man hat so das Gefühl, Billy jetzt diese 2, 3, 4 Prozent, da hat er jetzt zugelegt. 100. Stefan Require 81. Ja, noch so verwaltet hat.
So ist es, hat sich auch im Average jetzt noch einmal steigern können. Circa 7 bis 8 Punkte. Traut Cello diese 49,161 nicht Master zu? Require 161. Das wäre es jetzt. Es war doch Suljovic, der die 161 gegen Price damals rausgenommen hat, wenn Genau, es ich mich war da der Van richtig Gerwen, entsinnen kann. aber es war die selbe Situation, ja. 60. Stefan Ja, Require gegen 42. Van, ja, stimmt, Van Gerwen, ja, unbezahlbar der Blick damals. So, und ich denke, bald steht es 3-3 und dann ist es Zeit für eine Wette, Lauren. Ich muss sagen, Game wenn es schon jetzt Six passiert, Legs, dann bin ich schon fast wieder bei Billy. Seven Du bist auf Legs, Billys Seite. first. Game Ja, on. ich glaube es eben auch, vor allem jetzt nach diesem Spielverlauf. Aber Es ist so typisch irgendwie. Das ist wieder so ein Belmont-Spiel. Er lässt den 100. Gegner kommen, er gibt ihm Chancen, er gibt ihm so. Er zeigt, oder ja, ich weiß, wie soll ich das sagen? Er hält die Möhre hin, aber er zieht sie dann auch im richtigen Moment wieder weg. Ja, und zwei So habe ich so das perfekte sind Gefühl. das jetzt. 140. 40. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, liebe Zuschauer, was denkt ihr? Es ist hier wirklich ein Herzschlagfinale. Ja, und Cello hört da auch gar nicht auf. 140. 140 von ihm jetzt wieder. Ja, das macht richtig Spaß, den beiden hier zuzuschauen. Sehr, sehr spannendes Finalspiel. So haben wir uns auch doch das gewünscht. 100. Beide über 90 im Schnitt nach 6 gespielten oder 6,5 gespielten Legs. Ganz stark. Kein Triple 60. für Cello, vielleicht die Chance für Billy. Ja, Cello hat da kurz rüber geschaut mit den Augen. Ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist, wenn du 100. während der Aufnahme kurz rüberschielst, was du noch Rest Ja, hast. sieht man ziemlich oft noch bei Cello, aber auch ja, Ja. bei anderen Spielern, nicht nur er, aber bei ihm fällt es mir immer wieder mal auf. Jetzt schon wieder. 100. Stefan So ganz kurz. Require Ich 161. weiß nicht, aber bei mir würde das den Fokus schon mal noch mal kurz wegnehmen. Ja. Aber klar, jedem das seine. Cello wirft ja trotzdem ganz, ganz stark. Geht auf Single Ball, ja. Harter Versuch, die 56. 105 Rest. Ja, Cello sollte sich jetzt, wenn möglich, auf ein zumindest zwei Dart Finish stellen. Das wäre schon 49. eigentlich in Ordnung. Stefan Require Ja, macht er 105. zumindest, also das Mindestziel würde ich sagen, erreicht Billy jetzt die 105 Punkte. Das wäre doch jetzt mal ein Ausrufezeichen. 19. 86 Rest. Triple 18 für die Doppel 16 zur erstmaligen Führung und zum 15 Darter. Game schon, dann Das ist Seven hat er Legs, gecheckt. Stefan Belmont. Oh ja! Und hast du das Endlich ist gehört? Stefan to throw first. Nein, ich höre es Ein leider Ziel. nicht, aber ich nehme mal an, hat sich auch gefreut. Ja, ziemlich lauter Jubelschrei von Billy. Game on. Das war Hört auch man sonst sehr. eigentlich nie, oder? Nein, sehr, das sieht man sehr selten, aber das war auch wirklich sehr wichtig. Weil Cello steht auf 52 Rest. Ja, das hätte er vermutlich verbucht, 80. Aber das, das Lag. ja, das war genau so ein Moment, den ich gemeint habe. So ein 105 Finish in so einem wichtigen Moment auszuchecken. Ja, 100. du sagst es, du hast es wirklich angesprochen. Vermutlich hast du wahrscheinlich genau auch die 105 ins Mund genommen. Das müsste man dann noch so schneiden, dass du es genau vorhergesagt hast. Aber ja, das ist natürlich extrem 100. stark, wenn du das im Finale rausnehmen kannst. Aber man muss ja auch sagen, Cello hat auch schon zwei High Finishes gecheckt in diesem Finale. Ja. Also muss sich da auch nicht verstecken. Das ist wirklich schon fast 125. unglaublich, was die beiden hier an Sport spielen. Wirklich super Niveau. Ja, und wieder ist der erste im Triple bei Cello. Ja, 85. kann aber leider nicht mehr so wirklich
etwas darauf folgen lassen. Es tut natürlich weh, wenn der erste Pfeil so schön im Triple drin ist. Auch dieses Lag wieder 60. Sehr, sehr ausgeglichen. Mal schauen, was Cello hier mit dem Übergang in den Finish-Bereich macht. Oh ja, 71, Triple 13. Lässt 58 Rest. Super gestellt. Ja, fantastisch gespielt. Jetzt wird doch Billy nicht auch noch die 121 checken. Nein. Ja, die waren doch ziemlich weit weg von dem Triple. Somit wird Cello die Chance bekommen auf diese 58 Punkte und irgendwie habe ich das Gefühl, das macht er jetzt. Tops kann er nicht ganz gut. Ja. Das war wichtig. 4-4 steht in diesem Finale. Cello ist wieder zurück nach der kleinen Down-Phase. Ja, Marc, alles offen noch in diesem Finale. Das ist doch schön zu sehen. Und fast 100 Zuschauer auf YouTube. Das freut uns natürlich auch sehr. Und an dieser Stelle natürlich auch, wenn ihr die beiden Herren öfters einmal im Stream sehen möchtet, dann an den STC-Turnieren, dann dürft ihr natürlich uns auch sehr gerne abonnieren auf dem YouTube-Channel. Das würde uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr dann auch bei den STC-Turnieren jeweils mit dabei seid, denn auch dort spielen die beiden Herren natürlich fantastische Darts, aber natürlich auch ganz viele andere Spieler. Unter anderem natürlich auch zum Beispiel Andy Bliss, der vor kurzem die 170 im Stream gecheckt hat. Mal schauen, ob das in diesem Finale auch noch der Fall sein wird. Das wäre natürlich auch nochmal so ein Highlight. Es bleibt wirklich spannend, unglaublich. Absolut. Und Cello, der erste Pfeil, das ist wirklich unglaublich bei ihm. 140. Der ist so oft direkt im Triple-Feld drin. Das gibt ja natürlich auch dann Selbstvertrauen. Und wir knacken die 100er-Marke heute noch. Da bin ich mir sicher, 98 sind es jetzt. Im 100. Livestream. Genau, das wäre natürlich sehr cool. So, jetzt Cello, die 76, das wird nicht unbedingt einfacher mit dieser Triple 1. Geht der für das Single Bull? Bull? Nein. Ja. Geht der nicht. 40. Oh. Wird aber vermutlich 40. Noch einmal ans Board kommen. Ja, aber bei mir schrillen schon die Alarmglocken, wenn ich 114 und Billy sehe. Ja. Oh, Laurin. Ja. Er wird doch nicht. 74. Das war schon wieder so knapp. Cello muss jetzt auf der Doppel 18. Ja. Game shot in ein Leg. Ja. Marcel Walpen ist noch ein Leg davon entfernt, Schweizer Meister im Stil-Dart zu werden. Ein einziges Leg braucht er noch. Das wäre sein erster großer Titel, oder Marc? 100. Im Stil-Dart schon, ja. Er kommt ja vom E-Dart, spielt erst Stil-Dart seit gut ja, 2 Jahren. Eigentlich unglaublich, woher das er kommt und wie schnell das es bei ihm auch ging. Ich meine, der spielt hier 96 im Average. Jetzt über 9 Legs bereits, also das ist wirklich fantastisch. 100. Gegen einen Stefan Belmont, der schon des Öfteren bei der PDC gespielt hat, auch schon Spiele gewonnen hat bei der PDC, auch schon ein Turnier gewonnen hat bei der PDC. 140. Wow, und der spielt hier, als gäbe es keinen Morgen mehr. Schon wieder 140 Punkte. Dieses Spiel hat sowas von einem Decider verdient. Eigentlich ja.
Billy Aber jetzt das ohne ist doch nicht mehr Tibia. auszuhalten. Also wenn du da noch einen Decider anhängst, also. Ja, Puh. und dann bin ich gespannt, wie das Valpen spielt von vorne. Hey, T1. Darum erhofft sich natürlich jetzt den Sack zuzumachen mit dem Break. Aber Billy hat den Vorteil, dass er anwirft. Aber das sind schon nervöse Darts, wenn die alle so weit unter der Triple 20 landen. Dann noch die Ungewöhnlich. Oh. 3. Das ist jetzt wirklich eine wilde Aufnahme gewesen für Belmonts Verhältnisse natürlich. Ja, zumindest 60 Punkte wären Sehen. wichtig. Ist der in der 20 drin? Ja, Ja, stellt ist er. sich das Finish. Mal Okay. schauen. Billy braucht wahrscheinlich 2 Triple, hätte ich gesagt. Oder eins Ja. mindestens. Ja, schon mindestens 100 Punkte müssen es eigentlich sein. Und die hat er mit 100 dem must letzten Pfeil noch. require 160. Cello, 160 Punkte. Die werden es nicht. Da verbaut er sich das Triple Er fast. braucht Nein, ein Triple. findet den Weg. 100. Oh. Stefan Fantastisch von Cello. Auch er. 60 Punkte Rest für ihn. Belmont, 78 Rest, Doppel 19. Nein, spielt sie über die 18. Kann sich nur stellen. 58. Tops Rest, aber Must Valpen wird require 2 60. Championship Darts erhalten. Und 20 für die Doppel 20. Marcel Game, der ist Valpen, drin! And a Swiss Champion 2023! Unglaublich, was Marcel machst Valpen! du? Wow. Herzliche Gratulation. Ey, das ist ja unglaublich. Marcel Valpen Das ist ist wirklich Schweizer ein Meister. Kracher. Und das mag ich ihm wirklich von Richtig Herzen stark. gönnen. Richtig stark. Du sagst es. Also ich glaube, also klar, wieder nicht falsch Einfach so verstehen, spielen. Stefan Belmont hätten wir es definitiv auch gegönnt. Aber Cello nach seiner Verletzung ist das Sagst du schon nichts, eine Cello? Story, die man so Sagst du nicht nichts? besser hätte schreiben können. Unglaublich und vor allem das Niveau, das er gespielt hat, das ist ja wirklich fantastisch. Also was waren es am Schluss? 95 Ja, Average? irgend sowas, ja, 96, keine Ahnung. Spielt jetzt auch Wahnsinn. keine Rolle mehr. Schade, dass sie die Kamera schon umgeschaltet haben. Naja, das ist wirklich schade. Da hätten wir gerne Cello noch ein wenig beobachtet. Aber ja, wirklich herzliche Gratulation an Marcel Valpen, der verdiente Champion in diesem Finale. Was ein Spiel von ihm. Ja, mir bleibt gar nichts anderes mehr zu sagen als danke vielmals fürs Zuschauen. An alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Cool, waren so viele mit dabei bei uns im Stream. Und ja, Marc, gibt es von deiner Seite her noch etwas anzufügen? Nein, eigentlich nicht. Ja, herzlichen Glückwunsch an Marcel Valpen. Unfassbar, ich kann es immer noch kaum glauben. Nein, ich Und auch nicht. Also das ist vor allem, wie gut das Spiel war. Also unglaublich. 6 zu 4 auf diesem Level. Das hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Ich hoffe, Ende Oktober bei unserem Turnier wird es ähnlich zu und her gehen. Ich genau. denke, da werden die